Ja, wir überlegen gerade, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Kaufen? Ich verkaufe im Moment alles. Ja? Und wo wohnst du dann? Ja, auf einer Yacht. Eine Yacht? Echt? Wow, also hätte ich nicht gedacht bei dem Haus. Das Haus ist nicht wichtig. Das fungiert ja nur als Firmensitz. Auf der Yacht habe ich einen Helikopter und den Spa-Bereich. Bin also immer mobil. Also jetzt machst du mich etwas neidisch. Also wir werden dich definitiv besuchen kommen. Ja, ja, so war das gedacht. Danke. Ich möchte zu Herrn Ackermann. Sag mal, wo du gerade davon sprichst. Wie laufen denn die Geschäfte gerade? Etwas holprig. Die Kosten sind aktuell zu hoch und wir werden die Produktion umstellen. Außerdem müssen wir langsam unser neues Produkt auf den Markt bringen. Ach, ist es schon marktreif? Ja, ja, schon lange. Die Testprodukte, die wir den Stammkunden geschickt haben, wurden sehr gut bewertet und für äußerst effizient befunden. Ja, das klingt ja fantastisch. Dann wünsche ich dir viel Glück für den Marktstart, dass das ein großer Erfolg wird. Ne? Herein. Herr Ackermann, Herr Fuhrmann möchte gerne mit Ihnen sprechen. Perfekt, lass auch reinkommen. Du siehst, die Pflicht ruft. Ja, alles gut. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Und wir telefonieren nochmal, ja? Also wegen dem Yachturlaub. Du, ich freue mich schon. Ja, jetzt hau ab. Ja. Herein. Guten Tag, Herr Fuhrmann. Guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Ja. Wir müssen uns mal über den Quartalsbericht unterhalten. Das ist kompletter Mist! Produktionskosten zu hoch, Lieferkosten zu hoch und Gehälter zu hoch. Wenn wir so weitermachen, dann können wir den Laden gleich dicht machen. Oder die schrauben da mal ein bisschen dran herum. Und wir bringen endlich unser neues Produkt auf den Markt. Also wir könnten die Produktion auslagern, ein Unternehmen in Brasilien kaufen, dort produzieren. Das wäre eine Einsparung von ca. 40% an Produktionskosten. Ich glaube, Sie möchten arbeitslos werden. Ja, wir liefern Waffen in den Nahen Osten. Warum Brasilien? Ich sage Ihnen, wie es geht. Wir eröffnen eine Briefkastenfirma in Ägypten, die uns zu 100% gehört. Das unterliegt weder den deutschen Richtlinien noch irgendwelchen Handelsverträgen. Wir geben dem Unternehmen Geld, die produzieren dort, liefern direkt und leiten an uns, sagen wir mal, 60% des Umsatzes weiter. So umgehen wir außerdem die Exportlimitierung durch Deutschland. Sehr gut. Das wäre eine Ersparnis von ca. 63,4% an Transportkosten. Genau. So war es intendiert. Und wegen der Gehälter? Wenn wir die Produktion skalieren, dann müssten wir auch mehr Mitarbeiter einstellen. Sagen Sie, warum sind Sie immer noch auf meiner Gehaltsliste? Ich verstehe nicht ganz. Ja, wenn die Gehälter zu hoch sind, dann lassen Sie eben Kinder für uns arbeiten. Ja, oder überlegen Sie sich was anderes. Ich möchte, dass Sie Ihre Arbeit richtig machen und mir innerhalb der nächsten 72 Stunden einen Finanzierungsplan vorlegen, der funktioniert. Ach übrigens, im Nebenzimmer wartet Uwe Kalb, Staatssekretär des Verteidigungsministeriums. Ich möchte, dass Sie mit ihm die Details bezüglich der Exportgenehmigung nach Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten aushandeln. Er ist ein guter Freund und er lässt sich durch gute Argumente überzeugen, wenn Sie verstehen, was ich meine. So, und hier ist schon der Entwurf. Ich kümmere mich drum.
9 Tote bei einem Anschlag in Kairo. Die Attentäter nutzten deutsche Waffen. Trotz des immer noch anhaltenden Exportstopps exportieren nach wie vor deutsche Waffen. Kalb, guten Tag. Guten Tag. Ich habe leider nicht lange Zeit. Meine Frau und ich haben Hochzeitstag und wir gehen essen. Bevor muss ich die Kinder noch zu meiner Mutter bringen. Können wir das deshalb bitte schnell abhandeln? Das wird nicht lange dauern. Das hier sind die neuen Verträge für die Rüstungsexporte nach Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Es geht nur um ein kleines Volumen unseres kleinsten Produktes, also kein großes Problem. Ihnen ist klar, dass ich nächste Woche vom Untersuchungsausschuss aussagen muss. Stefanie? Ich entsinne mich nicht, Sie gerufen zu haben. Sie biedern mich an. Sie haben uns zugehört. Das ist alles in den Nachrichten. Ich brauche Ihnen nicht heimlich zuzuhören, um zu wissen, dass Sie ein unmoralisches Arschloch sind. Setzen wir uns doch mal. Ich bleib lieber stehen. Also wenn ich das absegne, dann wird das auch vom Verteidigungsminister genehmigt. Aber in der aktuellen Regierungskrise kommt es vielleicht nicht so gut, wenn auf einmal ein deutsches Rüstungsunternehmen wieder in den Nahen Osten exportiert. Aber wir unterstützen damit doch nur Friedensprojekte. Naja, es ist vor allem Frieden für Ihre Brieftasche. Ich sehe, Sie verstehen den Sinn des Unternehmens. Das Ganze könnte auch für Sie sehr lukrativ sein. Herr Ackermann wird sich für Ihre Dienste mehr als erkenntlich zeigen. Dankeschön. Das weiß ich zu schätzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich das Risiko lohnt. Es gibt dabei kein Risiko. Herr Ackermann ist sehr großzügig. Er kennt einige konservative Politiker, zu denen er enge Freundschaften unterhält. Der Untersuchungsausschuss ist also kein Problem. Sie müssen übrigens unbedingt mal nach St. Moritz. Da bin ich immer sehr gerne. Ich kann Ihnen eine Helikoptertour sehr empfehlen. Und der Juwelier im Ort. Spitze. Schauen Sie mal vorbei. Und den Hummer im Hotel kann ich auch nur empfehlen. Dankeschön. Den werde ich auf jeden Fall versuchen. Sagen Sie, könnte ich bitte was zum Trinken bekommen? Ich mache Ihnen schnell einen Drink. Und wir beide müssen uns eh gleich nochmal unterhalten wegen dem Untersuchungsausschuss nächste Woche. Sie könnten Herrn Ackermann da noch einen kleinen Gefallen tun. Moral? Schätzchen, Moral macht mich nicht reich. Wenn ich die Wahl habe zwischen moralischer Armut und unmoralischem Reichtum, entscheide ich mich für Reichtum. Es geht immer nur ums Geld, oder? Profit zu machen, andere zu unterdrücken, überlegen zu sein. Ja, genau darum geht es. Und Sie vergessen etwas dabei. Die Natur hat den Menschen so geschaffen. Wir sind Tiere. Schon als Embryo durchlaufen sie im Mutterleib all diese Stadien der Evolution. Da haben sie Kiemen, einen Reptilienschwanz, Flügel, die zu ihren Armen werden, die Krone der Schöpfung. Nehmen Sie zum Beispiel einen Löwen. Was ist sein Ziel? Einen Rudel zu führen und sein Erbmaterial weiterzugeben. Kommt aber ein anderer Löwe von draußen hinzu, beginnt der Machtkampf. Wird dann der Löwe, der das Rudel ursprünglich geführt hatte, besiegt, vertrieben oder sogar getötet, wird der Neue zum unangefochtenen Oberhaupt und tötet die Jungtiere. Warum? Weil er nur seine eigenen Jungtiere akzeptiert, so will es die Natur. Würde ein Löwe moralisch handeln, blieb ihm nichts
Tiere sind natürlicherweise unmoralisch. Der Mensch ist das einzige Wesen, das es sich leistet, moralisch zu handeln. Ein Gendefekt? Anerkennung, Macht und Reichtum lassen sich nur über einen unmoralischen Weg erreichen. Ich unterdrücke niemanden. Mutter Natur tut es. Sie machen da einen Denkfehler. Der Löwe handelt so, um zu überleben. Kein Tier tötet oder unterdrückt andere aus Mordlust oder Profitgier. Sie tun das, um zu überleben, damit sie nicht verhungern. Falsch! Sie haben keine Ahnung. Und sie reden von den Dingen ohne fundiertes Wissen. Sogar Schimpansen töten ihre eigenen Jungtiere, indem sie sie bei lebendigem Leibe an ihren Armen auseinanderreißen. Ich kann Ihnen Filmaufnahmen davon zeigen. Zurück zu den Löwen. Zu zweit hätten sie sogar eine höhere Überlebenschance. Durch höhere Effizienz beim Jagen und doppelten Schutz fürs Rudel. Aber die Natur will es anders. Survival of the fittest. Das ist die Realität. Ihre lächerlichen Ausführungen über Löwen sind ja wirklich amüsant. Aber wie Sie hier gerade sitzen, ist echt zum Totlachen. Sie würden mit Ihrem Geld doch niemals etwas Gutes tun. Stattdessen wollen Sie immer mehr für sich selbst. Es ist Ihnen auch vollkommen egal, dass in Syrien, Ägypten, Afghanistan, im Libanon und im Irak Menschen durch Ihre Waffen sterben. Sie stellen sich lieber vor die Kameras, lächeln breit und belügen die Welt über irgendwelche Hilfsgüter, die Sie angeblich liefern. In der Realität verticken Ihre Mitarbeiter währenddessen Waffen an Terroristen in aller Welt. Aber solange die Uhr an Ihrem Handgelenk glänzt und Sie gemütlich Ihren 5-Sterne-Whisky trinken können, ist die Welt für Sie in Ordnung, oder?